So, guten Morgen. An der Stelle mal, ne? Okay, ich fuck den Seid heute ein bisschen ab. Der schon. Hä? Achso. Ex, alles gut. Ah, der ist heute ein bisschen salzig, dein Spaß. Hä? Versteh dich nicht. So, heute geht es endlich aus diesem Land raus, lol. Und zwar fahren wir nämlich jetzt nach Italien. Wir mal hier schön diesen Schotterparkplatz entlang. Erstmal schön die Z wegwerfen. Ist ja nicht meine. Spaß. Okay. Oh, so. Und mein Sena habe ich auch wieder dabei. Aber das ist wirklich das Geilste, was es gibt. Mit dem Sena, schön Navi und boah, es ist einfach easy. Vorletztes Jahr bin ich alles aus dem Kopf gefahren, ja, alles vorher über Google Maps die Strecke angeguckt und dann gefahren. Es hat auch, klappt auch, aber mit Navi ist schon angenehmer, weißt du? Muss eigentlich so viel denken. Wir fahren jetzt über den Brenner, aber nicht über die Brennerstraße, nicht über die Autobahn, weil wir haben keinen Bock, Maut zu zahlen. Es kostet 9,50 Euro da drüber zu fahren und ja, ich bin armer Schlucker. Und ich sag mal 9,50 Euro, hey, hin und zurück, das ist einmal tanken. Also, sorry, gell? Und deshalb fahren wir jetzt über die Landstraße. Da gibt es die schöne Brenner-Landstraße, der alte Brennerpass ist das im Endeffekt. Und die cruisen wir jetzt mal lang mit der schönen Z und mit der schönen Daytona. Sind Sie bereit, Herr Esseid? Hey, das Reinzüger, krass. So, wir haben gerade getankt, denn in 3 Kilometern oder so sind wir schon in Bella Italia. Oh, ich freue mich auf Italien, ich liebe Italien. Das nächste Mal, also weiß nicht, ob ich dieses Jahr vielleicht sogar nochmal in die Alpen fahre. Das könnte vielleicht sehr gut sogar der Fall sein. Oder eben nächstes Jahr, und egal wie, ich werde auf jeden Fall nach Italien fahren und nicht mehr nach Österreich. Denn Österreich ist gar nicht mal so groß und hat gar nicht mal so viel zu bieten, wie man denkt. Und genau, eigentlich wollten wir heute zum Großglockner fahren. Aber dann ist uns aufgefallen, dass der 26 Euro kostet. Und das ist also für einen Pass, also das kann ich irgendwann mal machen. Aber extra dafür dann auch noch 3 Stunden dahin zu fahren, habe ich gar keinen Bock drauf. Deshalb fahren wir jetzt lieber nach Italien. Das ist besser auf jeden Fall. So, da steht nämlich die Polizei, die österreichische Polizei und Blitz. Deshalb schön mal die Leute warnen. Aber nur die Motorradfahrer. Das ist auch schon die 2. Grenzkontrolle, die wir gesehen haben. Also, keine Ahnung, wer Sachen schmuggeln will, der hat hier wirklich ein schwieriges Leben. So viel, wie hier kontrolliert wird, ist echt krass. Da sind schon wieder Grenzkontrollen. Schau, guck mal, die dritten schon. Dritte Mal schon Kontrollen. Brutal. Und die Boys, die hocken da in ihrem VW. Und da ist noch mehr Polizei. Ah, gut. Okay, hier ist jetzt Grenzkontrolle. Und jetzt sind wir auch schon in Bella Italia. Italien! So, jetzt fahren wir auf jeden Fall noch so, weiß nicht, 20 Kilometer Landstraße, bis wir an die ersten schönen Strecken kommen. Ich würde sagen, ich melde mich dann auf jeden Fall wieder. Und ja, bis dahin ein bisschen Akku und ein bisschen SD-Karte sparen. Ihr wisst, wie das läuft. Okay, also bis später. Ciao! So, und damit herzlich willkommen am Würzjoch. Wir sind schon ein bisschen gefahren und sind jetzt eine Alternativroute gefahren. Eigentlich wollten wir woanders lang, aber wir haben gesehen, hier gibt es einen netten Pass auf der Strecke. Wie gesagt, den Würzjoch kenne ich nicht, bin ich noch nie gefahren, aber sah auf Google Maps ganz geil aus. Und deshalb fahren wir den jetzt. Wir müssen jetzt uns nur ein bisschen an den Autos hier vorbeikämpfen und dann geht's auch schon los und vorbei. Oh, wie cool. Na, die Aussicht natürlich mal wieder atemberaubend, aber das kennen wir ja mittlerweile von den italienischen Pässen. Die sind wirklich immer wieder absoluter Hammer. So, man muss sich auf diesen Pässen einfach ein bisschen Raum schaffen und dann ist man auch ganz locker, ganz flott dran vorbei und kann endlich genießen. Und zwar ohne Autos vor allem. Boah, der Ausblick hier. Unglaublich stark. Boah, also die Straßen hier auf dem Würzjoch sind auf jeden Fall erste Klasse. Die sind wirklich, puh, neu habe ich das Gefühl. Naja, geht so. Aber schaut euch diese Aussicht an. Ist das nicht atemberaubend?
Boah! Absoluter Hammer. Ist das nicht wunderschön? Das ist doch ein Ausblick für die Götter, oder? Das ist doch absoluter Hammer. Boah, was eine krasse Straße. Aber die kickt ja voll rein. Die hat auf jeden Fall was zu bieten. So ein... Oh, da kann ich schon wieder ausflippen, ne? Da kann ich schon wieder ausflippen. Kein Ding. Ganz ruhig bleiben. Puh. Der war gerade kaum auf meiner Straßenseite, aber naja. Was will man denn schon erwarten, ne? Ist ja auch schwierig, auf seiner Straßenseite zu bleiben. Kennt man ja. Ist ja kein Problem. Gar nicht mal so einfach, hier zu sehen, wo die Straße lang geht. Weil das wirklich so verzweigt ist hier. Das sieht aber so genial aus. Und die Strecke ist wirklich, wirklich genial. Ein bisschen schlecht Asphalt, nie so, ein bisschen schlecht. Aber die Strecke an sich ist absoluter Hammer. Da hinten sind auch schon die Dolomiten, da wollen wir hin. Die sieht man natürlich glücklicherweise auch schon echt von 2000 Kilometern entfernt. Die kann man einfach nicht übersehen. Die Straße hier auf dem Würzjoch ist aber wirklich katastrophal, muss man an der Stelle echt mal sagen. Die ist sowas von schlecht. Das ist eine einzige Huckelpiste. Die Strecke an sich ist zwar echt bis jetzt ziemlich cool, aber die Straße, die ist wirklich schlecht. Mein Gott. Aber es ist halt pures Italien, oder? Ich finde so ein Pass. Sowas gibt es nur in Italien. Oh mein Gott, ist die schlecht, die Straße. Es geht ja gar nicht klar. Aber Spaß macht sie trotzdem und das ist das Wichtigste. Ja. Vor den Kurven immer bremsen, weil das ist jetzt schon der zweite Italiener, der seine Spur, ja, ich sag mal, semi-professionell hält. Aber die Aussicht, die ist. Die Aussicht entschädigt sofort für jede schlechte Straße. Die Straße, die ist ja wirklich schlecht. So richtig schlecht. Boah, mein Gott. Vor allem ist es schön leer hier. Das finde ich immer das Gute an den kleinen Pässen. Deshalb fahre ich auch am allerliebsten wirklich Pässe, nicht so irgendwie Timmelsjoch oder Stelvio oder so, weil die sind so unfassbar voll. Vor allem am Wochenende ist das richtig schlimm. Am liebsten fahre ich echt so kleine Pässe. Und das ist ein richtiges Abenteuer hier. Oh Gott, hallo. Junge, Junge, Junge. Ich sag mal, das Fahrwerk von der DZ, das haut schon, also es nimmt schon einiges raus. Also das, oh, eieiei, das federt schon einiges weg, aber das ist hier wirklich eine Eins. Boah. Also ich könnte auch mit einem Enduro hier lang fahren. Also ich glaube, mit einem Enduro wäre ich hier besser dran. Alter, boah. Jungs und Mädels. Aber ein geiler Pass. Das ist halt hier nichts zum Ballern jetzt, aber einfach zum Entspannt. Also, keine Ahnung, genießen, das ist echt wie so ein kleines Abenteuer. Das ist aber echt eine krasse Straße hier, die ist sowas von eng auch. Aber zum Glück ist hier so wenig los, dass das einfach egal ist. Man muss hier immer nur schön weit an der Straße halt entlang gucken. Und da ist das schon kein Problem. Aber also ganz ehrlich, landschaftlich ist das hier wirklich gerade sowas von krass einfach nur. Man fühlt sich echt, als ob man durchs Nirgendwo fährt, aber da ist man jetzt ja gerade. Also wir sind ja jetzt wirklich einfach im Nirgendwo. Hier ist ja echt gar nichts. Aber es
fühlt sich so genial an, hier zu fahren irgendwie. Aber geil ist er auf jeden Fall, und die sehen immer so unscheinbar aus auf Google Maps. Auf Google Maps denkt man immer so, ach ja, nettes Sträßchen. Und da kommt man hier zu so einem Monster anpassen. Ist das zu so einem. Ich meine, das ist ja schon echt. Echt ein krasser Pass. Genauso war das letztes Jahr, da sind wir in Gavia, Passo Gavia gefahren. In Italien auch ist der. Der ist Richtung Stilfserjoch. Und den, der dachte ja auch, ja, das ist so ein Verbindungssträßchen. Das geht ein bisschen durchs Tal, dachten wir, so zwei, drei Kurven, und dann hat sich das. Und dann kommen wir da an, und das war, ist wirklich der heftigste Pass, den ich in meinem Leben je gefahren bin, weil der so gefährlich ist. Da geht es wirklich links auf einmal so 300 Meter runter, so ups, ja. Der Passo Gavia. Und so fühle ich mich auch gerade ein bisschen. Aber solche Pässe, wenn man auf solchen Pässen hier fährt, sollte man wirklich viel Vertrauen in sein Motorrad haben und wirklich wissen, wie das reagiert und so weiter. Und echt gut auf der Bremse sein, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Ja, genau das hier sind die, echt die Strecken, die ich liebe. Also genau wegen solchen Strecken möchte ich nach Italien. Ich finde die so genial, so richtig schöne, enge Abenteuerstraßen. Das ist das absolut Beste. Na schade. Ja, jetzt hatten wir richtig gute Straße und jetzt wird sie wieder richtig. Jetzt wird sie wieder richtig schlecht. Mein Gott. Aber gut, da ist das Geld dann irgendwann ausgegangen, ne? Aber es ist wirklich ein krasser Pass hier. Also ehrlich, ein absolut genialer Pass ist das. Vor allem jetzt, wo hier die Straße wieder besser ist, da ist das absolut genial. So, das war der Würzjoch. Geil. Richtig, richtig genialer Pass. Richtig genialer Pass. Und jetzt geht es hier direkt wieder runter. Was für Hammerkurven einfach, was für hammer geile Kurven. Boah, hey. Okay, jetzt wird die Straße wieder richtig, richtig schlecht. Jetzt machen wir auf jeden Fall wieder langsamer. Boah. Das Würzjoch, hey. Ich weiß, warum das Würzjoch so heißt, weil wenn man hier drüber fährt und einem kommen so viele Leute auf seiner Spur entgegen, dann wird man ganz schön würzig, auch genannt salzig. Wir hätten das auch das Salzjoch nennen können. Wunderschön. Oh, wow. Das war aber knapp jetzt. Hei, hei, hei.